Hallo, willkommen beim nächsten Thomas Besuch-Video. Wir sind jetzt heute in Entringen im Garten von Josef und er zeigt uns jetzt sein Reich. So, das sind die Granatapfen. Die blühen leider nicht, aber die nächste blüht und die tragen da auch jedes Jahr. Den Torriebe tut es. Volle Blüte, also das heißt, ein paar werden schon bleiben. Mhm. Alle können nicht bleiben, weil es zu viel ist, so kleine Pflanze, aber ein paar bleiben sie bestimmt. Ja. So, dann habe ich etwas Flüssig, wie viel, aber ein paar habe ich. Das reicht für mich. Das sind was? 40. 40, ja, super. Die sind wunderbar und das schmeckt ganz prima. Und wenn die mich umdrehen an die Kirsche bauen, die sehen wir, was die schönen Kirsche, also die ganzen Erzkirsche, die sind sehr groß und Geschmack wunderbar. Mhm. Die sind wunderbar Sorte. Ja, dann gehen wir, die ist wieder Nektarine, ein kleiner Baum. Die tragen da auch. Sieht gut aus. Mhm. Super. Und die sind die Joster. Die sind auch sehr groß, so groß wie Kirsche sind die, wenn die reich sind. Mhm. Ja, und da ist eine Gnode, gelbe. Die tragen enorme jedes Jahr. Das heißt, die kann die ganze Ortschaft dort bedienen. Mit Pflaumen. Pflaumen, ja. Ja, gelbe, ja. Pflaumen sind die, gelbe Pflaumen. Ja, und dann mit der unteren ist doch Kiwi. Die tragen auch wunderbar jedes Jahr. Die sehen wir ja, die Blüten die jetzt hier. Aha. Die ist voll, die ist ganz voll. Also die sieht gut aus. Kann sein, dass dieses Jahr eine gute Ernte gibt. Super. Und wenn du weiter guckst, die Trauben, die sind die Trauben dann an meine aus. Aber Trauben da unten habe ich eine ganze Menge. Ja. Hier unten. Ja. Und das ist ein Kaffeebaum. Die hat einen großen Schade gehabt, aber die blüht auch. Siehst du? Ja, ja. Die tragen wunderbar. Und das ist was Besonderes. Ja, dann würde ich sagen, da habe ich eine kleine Bambus. Zitrone, nennen wir das. Mhm. Kleine Baum, das ist unwahrscheinlich, die trage jedes Jahr. Die haben natürlich keine Schade, weil im Wintergarten kommen neue und kriegen keine Frost. Ich stelle frostfrei und ja, und so weiter. Ja, dann gehen wir dann die Zitrone hier. Die Zitrone trage ich bis unter Stück im Jahr. Jedes Jahr etwa zwischen 8 und unter Stück. So viel? Ja, die muss dann nicht mehr welche wegmachen, sonst bricht zusammen. Ja. Ja. Und da hier ist Orange. Ein kleiner Baum. Und die sehen wir ja, wie ich da trage. Die erste da ist gebrochen, weil zu schwer. Aber sonst, die sehen wir ja, die ist einmalig. Und die fliegt ohne Ende. Mhm. So, jetzt gehen wir dann an die Feige. Diese Feige kommen von Sardinien. Mhm. Und die ist eine Sorte, die tragen zweimal im Jahr in Sardinien mit ihr natürlich. Und zwar Ende Mai, Mitte Juni die erste Früchte. Mhm. Und dann in August kommen die zweite Früchte. Und die erste Früchte sind so groß, die Orange ist so die Größe. Mhm. Mhm. Die zweite Früchte werden dann klein, aber viel mit ihr. Ja. Und die sind dann ja ein spezielles Sorte. Und diese Orangebaum, kleine Mini-Orange, die kann man mit der Schale essen. Die schmecken auch wunderbar. Aber die trage ich viel zu viel wieder. Mhm. Da ist wieder eine Zitrone. Und so geht weiter. Ja, dann gehen wir an die Sprengrunde. Das abschalten. Hm? Das kann.